Von dem ekligen Wood. Sequoia. Ja, es ist mir nichts, ich brauch Oak. Dann such Oak. Haben wir eine Pick, eine Spitzhacke, hier eine Lumberjack? Lumber? Pickaxe? Du hast eine. Ist allerdings schon halb kaputt, muss eventuell mit Netherrack mal reparieren. Netherrack? Netherrack. Wo dran reparieren? Einfach am Tinkertable-Dingen hier, Toolforge. Toolforge, okay. So, zack. Du hast die aus Netherrack gebaut, ist ja auch geil. Damit es halt so leicht reparierbar ist. Ah ja, ich sehe schon, ist ja easy. Weil du siehst, 2, 3, 4 Dinger und das Ding ist einmal komplett repariert. Ja, ah, hier ist doch direkt Oko vor der Tür, ne? So, und dann wir noch ein paar herstellen. Brauchen wir eh später noch. Dieser Laufberg. Ich brauche von denen noch mehr, okay? Ich denke, irgendeine Möglichkeit, dass die Endermen nicht wegporten, dass man die irgendwie gefangen hält? Immer schön gegen die Beine schlagen. Solange du nicht auf den Oberkörper guckst, porten sie normalerweise nicht weg. Nee, kann man die aber auch so irgendwie festhalten, dass es gibt irgendeine Möglichkeit, dass die nicht wegporten. Hier kannst du wieder haben. Mann, jetzt bist du ja gar nicht du. Weiß ich gar nicht. Kannst du wieder haben. Wo bist du denn gerade, Marvin? Bin bei der Farm. Tu dir mal die Pickaxe in die linke Kiste, wenn du reinkommst, einfach so, ne? Jo. Wo wir Blaze auch die Ausrüstung reingetan hat für uns. Nimm. So, zack. Das reicht aber immer noch nicht. Viel verdammt. Das reicht immer noch nicht. Bei hoch reicht mir. Genau. Hab ich keine Servos mehr. Ist keine. Doch, hier. Pneumatik Servo. Wie viel brauchte man da jetzt? Ich glaube, 4 Stück brauchte man. 4 sehr. Oh Gott. Das wird teuer. Ja, wird das teuer. Wie alle Sachen, die wir machen. Ich werde mal ganz. Ganz viel Zeug. Ganz viel Kupfer für Wire. Also ich meine jetzt, was genau willst du jetzt? Ich wollte mir auf die Hose oder beziehungsweise für uns, für die Hosen, einen Sprint machen, ne? Dass wir schneller laufen können. Mach zuerst den. Kinetic Generator. Ja, da brauche ich auch Servos für, ne? Ja, das ist das Wichtigste, weil dann brauchst du nie wieder nachfüllen. Mal 3. Das Beste ist, alles in deinem Inventar wird mit aufgefüllt. Zum Beispiel das Jetpack, was wir im Moment haben. Die Servos habe ich schon. Das heißt, wir brauchen jetzt noch auf die Schnelle eine Control Circuit. So, was brauche ich jetzt? Ich brauche Strom. Wo kann ich denn den Lava-Generator aufladen? Inwiefern aufladen? Wie baue ich den überhaupt ab? Ja, dass er wieder Strom kriegt. Dieser Lava-Generator hat ja keinen Strom. Fluiduct dran, Lava rein, Tank dran. Tank müssten wir hier irgendwo noch rumstehen haben, oder? Oder draußen? Nimmst du den von der Dings hier, ne? Hinter den Crafting Table. Was? Wo? Ah, da steht noch einer. Hier. Also kann ich nicht einfach das da reinklatschen oder muss der Tank da oben drauf? Aber Fluiduct an die Seite dran und Tank auf das Fluiduct. Okay, und also, jetzt ist er kaputt. Ja, jetzt habe ich ihn gut gemacht. Ne, kaputt nicht, aber ich habe die Lava rausgemacht. Genau. Dafür braucht man einen Crescent Hammer. Ja, den habe ich in der Hand, habe aber leider das falsche Ding genommen. Na, ich gehe den eben runter und lade ihn wieder auf. Viel Spaß. Da muss ich ein Bucket mitnehmen, ne? Ja. Haben wir noch einen Fluiduct wenigstens hier drin irgendwo? Geh in die Ecke und schäm dich. Maul da. Fluiduct. Haben wir noch welche? Ja, haben wir. Also, ihr wollt mir sagen, den Fluiduct an die Seite dran, ne? So? Wenn du schon dabei bist, könntest du vielleicht nochmal eine Energy Cell herstellen. Ja, Moment. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Elektro-Dingsbums herstellen. Entweder einen Leadstone oder eine Hardened. Ich finde unsere Stromversorgung ist total scheiße noch. Wir brauchen viel mehr Strom.
Oh, Marvin. Moment, läuft der Generator, läuft der große Generator. Reicht echt? Im Moment. Naja, das kann man so oder so sehen, ne? Ist da irgendwas das drin? Das Problem ist eher, die Conduits sind zu schwach. Ich meine, der Generator kann den mit 211 pro Tick rauspumpen. Weil er so viel regeneriert. Wie viele Eimer passen denn in diesen Tank rein? Steht dran. Ist das nicht schon der einen größere, den ich hergestellt habe? Nee, ne? Doch. Nee, es war ein kleiner mit 8. Stimmt sogar. Was sollte ich dir noch herstellen? Eine Energy Cell. Entweder eine Letstone, das ist die kleine, oder die größere ist die Hardened. Die Hardened brauchst du theoretisch nur die kleine plus 4 Invar. Deswegen. Ob ich es heute schaffe, noch zum Portal zu kommen, das ist eine leere Frage. Oh, Laufbug. Können wir mal ins Bett gehen, irgendwie? Nur so eine Frage. Energy Cell. Also, wenn ich das jetzt da hinklatsche, dann geht das nicht, weil ein Portal im Weg ist, glaube ich. Vielleicht schießt man ein Portal woanders hin, genau. Drück einfach mal R, dann sind die Portale weg. So, lädt er sich jetzt auf oder muss ich ihn irgendwie noch irgendwas anmachen noch? Du müsstest den oben drauf stellen. Ach so, okay. Und dann quasi unten muss der untere Kreis muss orange sein und nicht blau. Also rechtsklick und einmal den unten. Oh, geht ja schnell. Ja. Gut, jetzt ist er fertig. Da bin ich nur eine Was ist egal. Hallo, ich kann nicht ins Bett gehen. Monster sind nebenbei. Tja, wer zu spät kommt, den bestraft. Warum, geh mal ins Bett. Ich kann nicht ins Bett. Kann ich genauso wenig ins Bett. Irgendwo werden Viecher rundherum sein. Ja, Blaze kann ja ins Bett. Ich bin ja schon vorher gegangen. Kurz bevor die Spinne hier hinten hingekommen ist, reingegangen. Geh mal hoch und töte alles, was hier oben rumkreucht und ja, vorher ist. Ja, hab grad die Spinne draußen gekillt. Da ist aber noch ein Skelett, als ob die schießt. Tut's gar nicht. Deine und tot. Lücke. So, ich geh mal ins Bett. Gut Nacht. Könnt jetzt echt schlafen. Echt? Okay, ja. Doch, tschüss. Soll ich wirklich? Nein. So, Energy Cell. Aber da steht ein Enderman rum. Wo denn? Oh, jetzt ist er weggeportet. Was für ein Arsch. So. Einmal Strom. Reicht dir eine Leadstone Energy Cell? Würde gehen, ja, aber theoretisch ist die Hardened nicht sehr teuer, weil du nur die brauchst plus 4 Invar Ingot. Okay, okay, ich kümmere mich drum. So, aber jetzt erstmal draußen. Geht das jetzt wieder nicht? Hä? Okay. Und ich frag's, warum die Maschine nicht arbeitet. Ich habe da extra einen Lever neben gemacht, um das Ding an- und ausschalten zu können. Ne, das frage ich mich nicht. Wieso ist mein Lava-Generator komplett leer? Vermutlich, weil er die Lava verbraucht hat, um Energie zu erzeugen. Ich habe Energie gezeugt, deshalb mein Gerät hat Energie gespeichert, aber das reicht nicht. So, das Ding, der Generator war auf einen Schlag leer. Dann brauch mehr Strom. Dann nimmst du den Tank, den du hast, upgradest du den einmal oder zweimal. Was? Und hängst du den dann ran. Da muss ich noch voll machen, ne? Wo geht's um mein Nether? Welches Buch? Steht doch nicht sogar dran. Das ganz in der Ecke, was auf dem Table steht. Alles klar. Ich glaube, da komme ich schneller an Lava ran. Wobei, so einen richtigen Weg haben wir auch nicht an Lava, ne? Wir müssen auch jetzt hier durchqueren. Ach. Eigentlich haben wir voll den blöden Spawnpunkt. Eigentlich könnten wir einfach noch ein weiteres Buch packen. Komm, pack dein Buch ein. Und meinst du das Portal verlegen, ja? Nach oben oder so.
Nein, nicht das Portal verlängern, das Buch, neues Buch machen, was woanders hinführt. Ja, ist doch selber. Nicht wirklich, das Portal kann man nicht wirklich bestimmen, so wie wir es gesehen haben. Sonst würden wir ja nicht jedes Mal, wenn wir durchs Portal gehen, wieder wo ganz anders rauskommen. Ach, das ist doch alles kaputt, der ganze Nether in dem Minecraft-Spiel ist kaputt. Das ist alles halt Scheiße. So. Wow, shit. Nein! Er geht mal sterben, den Scheiß Lauf, denn er macht es gut. Die, Rosa, die. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich komme zwar fliegen, aber ich komme nicht... Und nein, ich leide nicht mein Jetpack. Ich bin ja nicht in der Lava gestorben. Das hatten wir das letzte Mal erst. Ich bin ja nicht in der Lava gestorben, wie ihr seht. Als der gute Rosamund 3 Jetpacks... Macht's trotzdem nicht besser. ...verbraucht hatte. Nee, nur zwei. Ich habe das dritte verbraucht, weil ich nicht mehr rankam. Ihr Verschwender. Hey, ich kann nichts dafür. Weil mein Internet schuld. Ja, ja, ne? Bei mir da ist der Laufbug schuld, beim anderen ist das Internet schuld. Oh, ihr findet auch immer Ausreden, ne? Ja, du brauchst auch noch eine irgendwie. Weil da könnte sich ja was gegen den Laufbug tun. Ich kann nichts gegen mein Internet tun. Ich kann nichts gegen den Laufbug tun. Du kannst was gegen Internet tun. Nimm einen anderen Anbieter. Hier gibt's nichts Besseres, völlig egal welcher Anbieter. Klar. Nein. Vodafone über Funk. Ja, genau das habe ich schon. Telekom über Funk. Ist genau dasselbe. Nee, das Ding ist normal, bitte. Ist genau dasselbe. Glaub mir. Glaubst umziehen. Genau, umziehen. Nee. Kann ich dir genauso sagen. Kauf dir einen neuen Rechner. Vielleicht funktioniert's dann. Ich müsste nur mal neu installieren. Dem. Ich habe schon eine SSD-Festplatte drin, hab's benutzt aber noch nicht, weil... Auch gut, ne? Bei der Rosa hat eine SSD und benutzt sie nicht, ne? Weil keine Zeit. Keine Zeit. Naja, du kennst das doch mit der Zeit. Ich weiß ja, das Streamen im Moment frisst sehr viel Zeit. So, halt. Ich brauche. Moment, das passt schon. Ah, schön. Install. So, und das mache ich jetzt mal so, mit allen drei Hosen. Golderz. So, die ist fertig. So, den nehmen wir mal dahin, das nehmen wir dahin. So, wo ist mein Bucket? Die ist fertig. Und dann noch auf die dritte. Ah, das gibt's doch nicht. Bin ich zu blöd oder was? Rosa ist schon fertig oder wie? Ja, was heißt fertig? Das ist halt also ich meine jetzt Kinetic drin. Ja, genau. Das so, das nächste, was packen wir als nächstes drauf? Ich muss mir gleich meine Hose nehmen. Ich muss gerade gucken. Also die Hose an sich sonst nur noch der Sprint. Ja, da brauche ich aber mehr Servos für. Die Frage ist, brauchen wir jetzt in die Hose auch eine Battery? Battery. Nicht zwangsläufig. Die Battery kann irgendwo in einem der Teile Battery, drin sein. Hauptsache du hast sie. Okay, aber dann muss ich trotzdem jetzt mal die Battery gucken hier. Da muss ich durch. So, und dafür brauchten wir das Electrum, das habe ich jetzt. Hardened Glass, haben wir da noch was? Man sollte nicht die Pickaxe wegschmeißen. Hast du dir die Hose schon genommen? Ja. Okay, willst du nicht mehr drin haben? Doch, aber kann ich jetzt nur doch selbst machen, wenn du mir das Ding herstellst. Geht nur darum, wenn ich die jetzt schon anhabe, tue ich ja schon Energie erzeugen. Weil dann lädt sich mein Backpack, Jetpack schon automatisch auf. Ich hätte gerne Force Field und sowas. Servo. Haben wir eigentlich schon Diamantenpflanze? Ja. Ich brauche ganz viel Diamanten. Force Field gibt es zumindest nicht in Links. Weil ich möchte gerne das Ganze mit den Diamond Platings versehen, das Ding hier. Eisen ist zu mau. Ja, vor allem so teuer ist das noch nicht mal. Nee, das mit den Diamanten, wenn wir Pflanzen haben, ist das kein Problem. Ich glaube, eine Plating pro Dings, ne? Ja, pro Teil. Ja. Und 5 Diamanten pro Plating. So, dann stellen wir mal. Boah, das kostet so viel unendlich Strom, ey. Das ist unglaublich. Ja, wir brauchen etwa einen Stack Diamanten. Theoretisch. Wir brauchen ja im Prinzip nur 3 Batterien, ne? Ja, jeder eine. So, die Batterie klatsche ich mir mal schnell in den Helm.
Dann klatschen wir also auch eine Batterie in den Helm. Ja, die mausige Haare, haarige Maus. Exakt. Mir kannst du kurz zuwerfen, dann mach ich es mir selbst rein.